Zeit, den Satzball abzuwehren. Frick auf Tormann und er passt. Da waren zwei Sinsheimerinnen dran, aber der Punkt geht nach Schwerin. Einmal tief durchatmen beim Schweriner Sportclub. 25 zu 22 geht der dritte Satz an Schwerin. So, die Spielerinnen, die Zuschauer, auch wir sind bereit für Satz Nummer 4. Angabe Marie Frick. Und das Spiel ist eröffnet. Und es beginnt mit einem Punkt von Field für Sinsheim. 1 zu 0. Staus jetzt bei der Angabe. Bei Pokal habe ich mich ja dazu hereingelassen, dass der dritte Satz ja so wichtig ist. Da der Verlierer des dritten Satzes sehr unter Druck steht. Patricia Thormann mit dem Ausgleich. Sehr unter Druck steht, weil sie müssen den vierten Satz gewinnen, ansonsten sind sie raus. Stuttgart hat das geschafft. Stuttgart gewann nach 2:1 Rückstand den vierten und dann später auch den fünften Satz und gewann hier in Schwerin. Und die Sinsheimer Mädchen wollen ihnen das jetzt gleich tun. Und den haben sie schön noch geholt. Und dann machen sie den Punkt. Marisa Field. 2:1 für Sinsheim. Und das Spiel geht da weiter, wo wir am zweiten Satz angefangen haben. Und wenn Sinsheim schon im ersten Satz angefangen hätte mit Volleyball spielen, wer weiß, wie es dann hier aussehen würde. Alla Roba. Block angeschlagen, 2:2. Anja Brandt. Aber schön geschlagen vom Mukelki. Und da ist der Block nicht zusammen und Schaus keine Chance gegen diesen Schlag von Mauersberger. 2:3. Marisa Field. Ich kann die Schwerinerin nur rüberbringen und die Chance für Sinsheim wieder gut aufgebaut. Diesmal aber Thormann gegen Mukelki. Erfolgreiche Block, 3:3. Alexandersson mit Schaus. Und Thormann mit einer Klasseangabe. Groß hat er Schwierigkeiten bei der Annahme. Die Führung für Schwerin. Das scheint auch der Ruhepol zu sein im Schweriner Spiel. Der Rückhalt, auf den sich die Schwerinerinnen verlassen können. Patricia Thormann. Und Frick schön aufgelegt auf Kaufeld. Und der Ball geht in die Zuschauer. Und damit Punkt für Schwerin. 5:3. Thormann erneut bei der Angabe. Und Mukolki. Der Schlag von Völker nicht richtig abgewehrt werden kann. Auch der Ball geht dann in die Zuschauer. Punkt für Sinsheim. 5:4.
Mauersberger bei der Angabe. Schaus in Rücklage, den konnte sie nicht richtig unterbringen. Und dann Mauersberger. Schaus bringt den Ball zurück und erneut die Möglichkeit für Mauersberger. Diesmal steht der Block. Und keiner war dran. Der Ball war aus. 6:4 für Schwerin. Anlarova bringt diesen Aufschlag rein. Schlecht gespielt, aber auch die Schwerinerinnen haben da ganz große Probleme. Und die Möglichkeit jetzt, Mukalki. Adlarova holt den Ball. Und der Sinsheimer Block steht. Oder war es sogar das Netz? Auf jeden Fall landet der Ball wieder auf der Schweriner Seite und nicht auf der Sinsheimer. Und deshalb Punkt für Sinsheim. 6:5. Und da waren sie sich gar nicht einig, wer jetzt zur Angabe geht. Tonja Mukelki. Oh, aber stand Tormann im Weg und Adlarova konnte da nicht hochsteigen. Und Schwerin eine neue Möglichkeit. Frick auf Kaufeld. Und die macht den Punkt. Sieben zu fünf für Schwerin. Und Prost mit einem guten Schlag, aber das hat Schwerin noch gut rübergerettet über Anlarova am Brand. Und Frick mit dem Block. 8:5 technische Auszeit nach dem Block von Marie Frick. So, beide Mannschaften schon frühzeitig nach dieser technischen Auszeit wieder bereit fürs Spiel. Bernhard Kaufeld bringt die Angabe rein. Und da haben sie Glück, Luise Mauersberger, dass der Ball wieder von dem Netz ins Feld fällt, der Schwerinerin, keiner mehr rankommen kann. 8:6. Und Osterloh mit der Angabe. Und die geht ins Netz. 9:6 für Schwerin und Marie Frick bei der Angabe. Und das war schön gespielt von Sinsheim-Prus durch den Schweriner Block von Brand und Tormann durch. Macht den Punkt. 9:7. Staus. Mit der Angabe. Frick mit der Variante auf Tormann.
Sinsheim kriegt den Block nicht zusammen. 10 zu 7. Nadja Schaus. Bei der Angabe jetzt für Schwerin. In den Schweriner Block geschlagen, jetzt die kurze Variante und die war zu weit. Auch wenn Marissa Field da beklagt, da wäre doch eine Schwerinerin dran gewesen. So habe ich es nicht gesehen, so haben es die Schiedsrichter nicht gesehen. Und Auszeit genommen von Sinsheim. Das sieht. Er schaut zwar viele hin und her, aber es. Wurde technisch wieder sehr ruhig aus, was er da macht. Der Rudi Sonnenpichler. Und Nadja Schaus. Mit der deutschen Nationalmannschaft erfolgreich unterwegs gewesen bei der Weltmeisterschaft. Bringt den Ball jetzt rein und trifft dabei nur Anja Brandt. Punkt für Sinsheim. Schaus geht danach sehr bedröppelt vom Feld. Thomsen kommt und Prost bringt den Ball ins Spiel. Adlerova bleibt im Block hängen. Mauersberger ebenfalls im Block und diesmal an Adlerova. Punkt für Schwerin. 12 zu 8. Anja Brandt. Und er punkte direkt. Schneider kann den Ball nicht wieder hochbringen. Und damit ist der Ball weg. 13 zu 8 für Schwerin. Schwinden jetzt die Kräfte bei den Gästen. Mauersberger mit einer Kurzvariante. Der Block stand, da konnte sie nicht draufhauen. Und Thormann mit dem Punkt. 14 zu 8 für Schwerin. Und Auszeit genommen erneut von Sinsheim. Ja, und während wir hier